genießen. Wir haben schöne Seen, zauberhafte kaiserliche Seen einfangen können für euch. Und diesen Donnerstag, der ist heute, fängt bis Sonntag das Dammwildjagdwochenende bei den Rallmännern an. Und ich bleibe bis Samstag. Und das ist mein erster Abend im Ansitz. Und ein Sprache habe ich schon vor. Ey, der Harvester rastet aber auch gut aus, ne? Auf jeden Fall ganz halt noch ein Reh da unten, ne? Ah. Schmalreh, an der Salzlecke. An der Salzlecke steht ein Schmalreh? Ja, jetzt nicht, aber nicht mehr, aber das steht jetzt schon. Jetzt kommt er endlich vom Sitz, der zukünftige Präsident des Deutschen Jagdverbandes. Das erste Mal bei uns zu Gast. Direkt alles umgenietet. Nach einer Stunde. Nicht verzagen, einfach Rollo anrufen. Ich mach das schon mal keine Sorgen. Der macht das Revier leer. Ja. Ohne Probleme. Gut, dann wollen wir mal zum Stück, wa? Komm mal hin. Du kannst ja mal eben erklären, warum du das nicht für nötig hältst, den Anschuss zu suchen. Eine Waffe mitzunehmen. Weil du dir einfach so sicher bist. Ich wollte gerade sagen, da habe ich aber auch die richtigen zusammengesetzt heute Morgen hier. Zeitverteil, ich freue mich, wirklich. Sehr gut gemacht. Absoluter Profi. Ja. Hat wunderbar geklappt, ne? Dein Pirschführer, sage ich schon. Führer und Kameramann zugleich. Ich hoffe, ihr habt vorher auch noch ein bisschen Material, oder? Ja, ein bisschen Material, oder? Ja, gut. Erzählen wir schon. Schmalreh in allen Perspektiven. Herrlich. Nee, freut mich sehr. Besser geht's nicht. Unverhofft kommt oft, ne? Und genau so einen, wie wir haben wollen. Das ist ja auch schon verfickt, das soll. Ja, hast ja bestellt, so, ne? Ja, ja. Deswegen haben wir den jetzt so geschossen, gesagt, ja, komm. Paul möchte ihn so haben, dann kriegt er den. Da muss man nicht viel nachfärben oder so. Besser geht's nicht. Nee, doch, hab ich sehr gefreut. Wobei wir echt lange gehofft haben, dass die von da oben noch mal hier rumkommen. Ich vermute, das war einer von, das hat Schmalt hier noch im Busch stand oder so. Er kam ja auch so erst und dann haben die ja gespielt. Ich hole jetzt das Auto. Dazwischen. Da kannst du hinschießen. Das passt. Ja.
sehr gut erschossen. Alles gut. Da, jetzt kommt der Bock auf uns zu. Was? Jetzt kommt der Bock. Dass es nicht sofort geklappt hat, sondern so ein bisschen. Ja. Geil. Herrlich. Puh. Werner, das sieht sehr gut aus hier. Denk mal diesen, also wirklich leuchtenden Schweiß an, oder? Das ja, ist Lungenschweiß. Schöneren Lungenschweiß hat man wirklich selten. Also so. So dunkel, also so hellrot. Ja. Wie gemalt. Wie gemalt, wirklich. Ja, auch hier überall, ne? Ja, richtig schöne Sprenkler, ein bisschen Schnitthaar. Ja. Das sieht sehr gut aus. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Puh, dann müssen wir trotzdem noch finden. Ja. Da liegt es. Yay. Ein ganz passendes Schmaltchen. So. Ein Bilderbuchschmalt hier. Ja, kein starkes Stück, sondern wirklich eher eins aus dem schwächeren Brigade. Eins, das man erlegen kann. Werner, vielen Dank. Zeit. Richtig gut. Dankeschön. Wunderschöner Pirschgang heute Morgen, muss ich sagen. Also auch ohne dem Ergebnis wäre es ein toller Morgen gewesen. Allein bei dem Wetter loszugehen und so zu merken, es wird immer besser und du bist so leise. Wir waren wirklich so leise. Wirklich, wir sind so gut rangekommen und dann wird es recht. Echt klasse heute Morgen. Super Aktion. Und am Ende. Dann auch nicht zu weit, sodass ich es ordentlich ansprechen konnte. Und guck mal, die Häupter, das ist schon, sag ich mal, als so wirklich was Kindliches ist da nicht sofort zu erkennen. Ne? Also ich finde, Dammschmaltiere sind auf jeden Fall vom Ansprechen her nichts für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja, deswegen und du merkst ja selber, wie ich mich sogar schwer tue und nicht sofort eine Entscheidung treffe, obwohl ich eigentlich Ahnung davon haben müsste, aber schön, genau, dass es geklappt hat. Mach am Haupt. Wer am besten. Geht am Haupt? Ja, einfach ums Haupt legen. Der Profi hat alles in der Tasche. Hier kannst du es eigentlich schon liegen lassen. Es sei denn, du möchtest ihn erleben. Ich will es nicht.
Danke. Leute, wir haben gerade einen richtig guten Rehbock geschossen. So, Leon, was machen wir jetzt? So, wir gehen jetzt kurz runter, weil ich will mir kurz den Bock angucken, weil ich bin echt aufgeregt und ich wollte echt wissen, was das für ein Bock ist, weil wir haben ihn nur angesprochen als mehrjährigen Bock und der sah ziemlich stark aus. Ja, und ich will mir den Bock jetzt einfach angucken. Ja, genau so ein Schussbild hatte ich halt. Boah. Alter, der Rose. Und die Rosen. Der Rose. Alter, Leon, weißt du, was das für ein Bock ist? Das wäre unser Revier ein absoluter Traumbock. Da. Ich kann es gar nicht glauben. Der hat doch 300 Gramm. Oder mehr. Ich habe einfach 300 Gramm Bock geschossen. Mit Sicherheit. Mehr Rosen geht kaum für mich. Weidmanns Heil, Hunterfieber. Dann hol ihm mal einen Bruch. Also da hat mich das Jagdfieber gerade ziemlich gepackt. Vor mir liegt jetzt ein 5 bis 6 Jahre alter Rehbock. Paul und ich schätze den locker auf 300 Gramm. Er meinte, es ist eine Seltenheit hier in dem Revier. Ich bin ziemlich fertig. Es ging halt ziemlich schnell. Ich saß hinter ihm. Kannst ja mit der Kamera mal kurz hinschwenken. 50 Meter mit ihm zusammen auf dieser Kanzel. Und er sagt auch immer zu mir, da raschelt was. Er meinte, er sieht ein Stück Dammwild. Ich gucke und dann meinte ich mir so, Paul, das ist kein Dammwild, das ist ein Rehbock. Und dann guckt er genau hin und sagt er, Leon, schieß, schieß. Ich so, okay. Alles klar, und dann habe ich das natürlich gemacht und vor mir liegt jetzt einfach ein traumhafter Rehbock und ich bin mega, mega happy, Leute. Einfach nur Wahnsinn. Danke, Paul. Ja. Ehrlich. Weidmanns Heil. Eine Bombe. Ich bin so glücklich. Weidmanns Heil, Leon. Ich glaube, das ist ein Bock für deine Wand, oder? Auf jeden Fall. Oh, Paul, der riecht auf jeden Fall gut was. Der starke Wildbett. Ich glaube auch, dass er 20 Kilo hat.